Allgemein bekannt ist, dass es Unterschiede zwischen den einzelnen Elos gibt. Es gibt Champions, die sind zum Beispiel in Diamond beliebter als in Bronze. Oder andersrum, oder auch die Winrates unterscheiden sich meistens signifikant zwischen den Elos. Zum Beispiel Volibear, Garen und Jarvan, Champions, die auf Bronze relativ gut funktionieren können, sind dafür Loser und High Elo. Andererseits gibt es Champions, die in Bronze Loser sind, zum Beispiel Riven, Zed und Azir, die in High Elo teilweise durchzünden können. Unterschiedliche Skills der Elos sind dafür der Grund. Während einfache, stumpfe Champions in Low Elo funktionieren können, weil deren Schwächen nicht ausgenutzt werden, sich gegen sie ausgespielt werden, muss man in High Elo mit größeren Geschossen auffahren, um überhaupt noch eine Chance zu haben. Man kann diesen Trend im Moment sehr gut beobachten. Die besten Champions in Bronze und Silber sind Bruiser, nämlich Yorick und Shyvana. Während die besten Champions in Platin und Diamond, derselbe ist jetzt in dem Fall, in Control Mage, Orient Soul. Yorick und Shyvana haben einen sehr schnellen Fortschritt in ihrer Lernkurve, der schon nach 50 bis 100 Games mit 56 bzw. 58% erreicht werden kann. Auch Orion Sol hingegen hat auch einen überraschend schnellen Anstieg jetzt, ich dachte, es ist ein bisschen langsamer, aber der erreicht seinen Zenit, also sein Maximum der Winrate, erst ganz am Ende mit 61%. Yorick und Shyvana erreichen das, wie gesagt, schon nach sehr kurzer Zeit, fallen danach aber auch wieder ein bisschen ab und haben auch natürlich nicht 61%, sondern weniger. Man kann jetzt sehen, dass Bronze-Player eher die Champions bevorzugen, die relativ schnell das Maximum erreichen, weil man kann sehen, Aurelion so ist in Bronze relativ schlecht. Das liegt daran, dass der mit einer negativen Winrate startet und 99,87% der Spieler befinden sich in diesen ersten 50 Games, wo der eine negative Winrate hat. Könnte es daran liegen, dass die halt nicht so viel Motivation dazu haben. Bei Riven ist es ähnlich. Es gibt solche No-Gos in Bronze, Riven gehört halt einfach dazu, einige können sie in Bronze, viele nicht. 99,77% der Bronze-Spieler befinden sich auch noch unter den ersten 50 Games, wo sie auch eine negative Winrate hat. Einfache, konsistente Champions mit steiler Lernkurve und möglichst schnell Maximum sind eigentlich der Erfolg in Bronze und genau um die soll es in diesem Video gehen. Ich werde hier jetzt für jede Position einen Champion erwähnen und wir fangen an mit der Toplane, Cho'Gath als Tank. Tanks sind schon immer ein wenig einfacher von den Mechanics her, weil sie natürlich jetzt nicht so viel dodgen müssen. Die haben viel Leben, viel Tankiness, das heißt Fehler werden nicht so schnell bestraft. So ist es auch bei Cho'Gath. Natürlich spielt der Instant Silence da wieder auch ein bisschen rein, der sehr nervig ist, weil man einfach so gut, also man kann es zwar erwarten, eventuell. Aber dodgen ist eigentlich fast nicht möglich, wenn man nicht komplett boosted ist. Die Ulti bei diesem Champion ist natürlich auch ein sehr großer Pluspunkt. Man kann sehr viel Tankiness aufbauen nach dem Rework, dass sie jetzt unendlich stacken kann. Und hat somit ein sehr gutes Scaling ins Late Game. In Late Game ist dieser Champion auch am meisten stark. Das heißt, man hat keinen Druck im Early Game irgendwie was zu erreichen oder das Early zu finishen. Und so werden wie gesagt Fehler nicht so hart bestraft, sondern eher toleriert. By the way, das ist auch der Grund, warum Aurelion Sol eher nicht so gut ist, weil es ein Early Game starker Champion, eher Early Game stark. Die zweite Position ist natürlich der Jungle, in dem habe ich Xing Zhao positioniert als relativ einfachen Champion, mit dem man gut klemmen kann. Xing Zhao ist sowas wie ein Massiv für Arme so gesehen. Er ist ein äußerst einfach zu lernender oder spielender Champion, das kann man auch an der Lernkurve sehen. Und er countert Full Tanks wie Volibear, Kragas und Cho'Gath, die natürlich auch öfter im Jungle auf Bronze gespielt werden oder auf Silber. Positiv an ihm ist natürlich, dass er mit der Passive Rüstung prozentual schreddern kann, 15% auf dem Max Level von Anfang an. Ich glaube sogar, das steigt nicht mit dem Level, sondern ist von Anfang an auf Maximalwert. Und er hat viele Attack Speed Buffs. Außerdem besitzt er einen sehr guten Jungle Clear und bedingt durch den Attack Speed Buff und durch den Heal auf der Weg, das macht ihn zu einem guten Champion, vor allen Dingen für Einsteiger im Jungle. Und deswegen ist er auch in Bronze und Silber wahrscheinlich so populär und in High Elos nicht, weil der ist halt nicht besonders komplex und ausspielbar. Aber ich finde, nach dem Rework ist der Champion echt gut geworden. Davor war er zwar auch teilweise stark, aber jetzt, ja, da geht er auf. Für die Midlane habe ich Brand ausgesucht. Brand ist ein Champion, den ich auch sehr gern spiele in der Midlane im Ranked. Wird in höheren Elos eher als Support gepickt. Ich kann sagen, dass der auch in der Midlane
geht, vor allen Dingen auf Low Elo. Er hat eine relativ große Range mit seinen Spells und das ist eine gute Sache, vor allen Dingen gegen Geschichten wie Fizz oder Talonmali. Nahkampf sind. Ich will jetzt nicht sagen, dass das unbedingt ein Counter gegen die ist, weil Fizz ist eher ein Counter gegen Brand. Auch man kann dagegen wenigstens was machen. Zum Beispiel in Kassadin ist es nicht so empfehlenswert, gegen Fizz zu spielen, weil der eine relativ kleine Range hat und am Anfang schwach ist. Fizz ist natürlich am Anfang am stärksten, weil er ein Assassin ist und da knallt es dann ordentlich. Weiterhin ist Brand aber auch gegen alle Short-Range-Mages gut. Zum Beispiel jetzt Vega oder wie schon erwähnt Kassadin. Die haben keine große Chance gegen Brand. Ich finde, Brand kann Fehler relativ gut bestrafen, denn wenn einmal getroffen wurde, dann kann man alles draufzünden. Die Passive, die macht dann nochmal einen richtig schönen Nachdruck und kann vor allen Dingen auch spreaden über die Gegner so ein bisschen. Und Liantris, das gibt natürlich nochmal den Sidekick, ne? Außerdem, die Ulti, die ist relativ einfach zu treffen, weil es ein Point-and-Click, ne? Aber im Teamfight kann die schon relativ entscheidend werden, vor allen Dingen mit der Passive dann und Liantris, dann brennen alle und dann weiß keiner mehr, was los ist, vor allen Dingen Low Elo sieht dann keiner mehr durch und vor allen Dingen hat nur ein komplexer zu treffen ins Geschütz, das sind die Q. Alle anderen, zum Beispiel die W, ist relativ einfach zu treffen, vor allen Dingen, wenn man seinen Relays hat und die Gegner geslowt werden, kann man eh W machen. Q dann treffen, das ist alles relativ einfach und durch den hohen Schaden, den der Champion verursachen kann, ist Brand relativ gut in Low Elo. Als ADC habe ich mir Lucian ausgesucht, obwohl er zurzeit ein bisschen eine schlechtere Winrate hat, weil andere gerade eher dominieren, ist Lucian relativ solide und eine einfache Wahl. Vor allem ist er für ADC-Anfänger geeignet, weil er ein relativ übersichtliches Spellkit hat und Mobility durch die E. Mobility hat immer einen Vorteil und einen Nachteil. Man kann reindashen, was in einigen Situationen nicht so gut sein könnte, aber man kann auch rausdashen und das ist halt das Gute. Man ist relativ mobil, nicht so gankanfällig wie andere ADCs, zum Beispiel Jhin, die jetzt nicht so viel Mobility haben, außer auf der Passive, aber Lucian kann sich halt aussuchen, wann er seine Mobility nutzt. Jhin ist an einen relativ spezifischen Zeitraum des Nachladens gekoppelt, also ich finde das schon gut. Der populäre Lethality-Build wurde jetzt auch wieder durch den standardhaften Crit-Build abgelöst. Das heißt, Lucian ist wieder eher stark im Late-Game, was uns wieder dazu führt, dass man nicht so gedrängt ist, im Early-Game alle Actions durchzuführen und das ist relativ gut bei der Flow-Elo, weil man dann meistens das Spiel weggibt. Die letzte Position ist die Support-Position, logischerweise. Für die habe ich mit Leona ausgewählt und ich finde, das ist einer der besten, einfachsten, also besten nicht unbedingt, aber also besten, also man kann jetzt nicht sagen, bester, schlechtester, es kommt immer auf die Winrate, auf die aktuelle Meta an, aber vor allen Dingen einfacher Champion. Leona ist mit viel CC ausgestattet, der nicht allzu schwer zu treffen ist, das macht ihn zu einem sehr bedrohlichen Champion, vor allem in Low Elo. Vorteile vor allem am Tank Support sind halt, dass sie ihn meistens ein Engage haben und das gut sein kann, wenn kein anderer Engage im Team vorhanden ist und das ist bei Leona so. Zumeist einfache Mechanics, man muss einfach nur den CC treffen, man muss, also man weiß direkt, wie man sein ADC zu beschützen hat, man muss es auch nicht unbedingt durch die Tankiness, die jeder Tank hat, bestraft werden, also wenn man zu weit vorgeht, Fehler werden nicht so hart bestraft, man kann auch besser traden und so eine Geschichten, außerdem ist Tankiness billig und sehr effektiv. Das macht solche Tanks vor allen Dingen in Low Elo zu perfekten Supports. Da Leona Tank ist, erfüllt sie auch alle diese Kriterien und ist relativ solide. Mein Champion für den Support. Wie ich am Anfang schon erklärt habe, ist die Lernkurve für alle diese Champions genauso. Ich habe jetzt zwar nicht nach den Kriterien der Lernkurve ausgesucht, aber es ist tatsächlich so. Die Lernkurve für alle dieser Champions ist schon nach dem 50. Game auf dem Maximum. Das heißt, es ist relativ schnell und einfach zu erlernen. Aber man ist schnell bei seinem Maximum und erreicht es nicht höher. Warum die Lernkurven bei den einzelnen Champions so unterschiedlich sind, das ist natürlich, hängt immer davon ab, wie viele Möglichkeiten man hat. In Lee Sin, der hat natürlich eine komplett andere Lernkurve als ein Volibear zum Beispiel, weil der viele Kombos hat, solche Geschichten. Ich werde wahrscheinlich auf dieses Thema in einem gesonderten Video irgendwann nochmal eingehen, aber das sollte es erstmal gewesen sein. Bis dann, auf Wiedersehen, euer getraindel, daindel, maindel, bandit, ADHD.